Fahren Sie Ihr eigenes Derby mit einem ferngelenkten Wagen. Niedliche, niedliche kleine Kaninchen. Nein. Ja, mach mal in das Auto. Das offiziell lizenzierte Kaninchen des Corlimotus Meshatorians. Das sollte es wieder zum Leben erwecken. Ja, und jetzt einfach mal wegschicken. Sicher, sicher. Dreh einfach mal eine Runde. Nur bleib in Reichweite damit. Geil. Seid keine billigen Versager. Kauf die... Ja, ins Stadion oder so. Links sind da in den Eingang. Fahr ins Stadion. Das geht nicht. Hier gibt's kein. Fahr nach rechts. Warte, kann ich Escape drücken? Nee, runter. Bring ihn wieder zurück. Nee. Nee, sorry, das war ich. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich kann hier links zurück. Ja, wir wollen ja eigentlich das Zeug holen. Ja, müssen wir mal gucken. Nun, es wird aber Zeit jetzt. Was sind schon eine Handvoll Scheine gegen eine Zeit in Erinnerung? Probier nochmal. Kannst du jetzt sicher. Guck mal, wo runterfahren wir uns? Nee. Also es muss nach oben gehen. Seid keine billigen Versager. Kauf ich glaube, guck nochmal, ob du es irgendwie da reinfahren kannst. Hörst du mich nicht? Unsichtbare Wand. Vielleicht müssen wir es hier leer fahren. Dass er das holen muss. Komm schon, wir wollen doch nicht, dass jemand fahren. Gegen Schienbein. Nun, es wird aber Zeit jetzt. Ja, mach nochmal. Kindern ein Kaninchen. Dann halten sie auf der Fahrt nach Hause die Klappe. Sicher, sicher. Dreh einfach mal eine Runde. Nur bleib in Reichweite damit. Guck, es ist der einzige Weg irgendwo rein. Ah, okay. Oh. Hey, nicht da rein. Es war nicht anklickbar. Jetzt sieh mal, was du angerichtet hast. Der Eingang ist auf der anderen Seite der Fabrik. Warte, mein Kleiner. Daddy kommt sofort. Okay. Jetzt gibt es nur noch Milch. Oh, seine Tür ist offen. Kaninchen. Ja. Nein. Oh, schade. Ja, geil. Jetzt können wir da eine ganze Kaninchenarmee auf das Minenfeld jagen. Das ist ja auch nicht schlecht. An der Tür da, dieses Schiebefenster, wenn der aufgeht, so reinschütten. So eine Horde Kaninchen. Und dann geht die Tür auf, weil der... Welches Seitenfenster? Genau. Weil der Wächter... Ach so, bei dem Haupteingang. Bei dem Haupteingang. Ja. Und dann geht die Tür auf, weil der Wächter aus Versehen den Öffnen-Knopf... Das sind dann keine mechanischen Kaninchen, da ist so eines von Monty Python bei, was den dann kaputt beißt. Ja. Knatter, knatter, knatter. Wie ist nochmal dieses Kaninchen? Das hatte so einen komischen Namen. Das Teufelskaninchen? Ja, das hatte ja irgendwie so einen komischen Namen. Ja, egal. So, jetzt fette Mucke. Die hätte ich jetzt auch eigentlich überblenden wollen. Das passt ja. Originalmusik hier im Spiel. Jetzt wird das gestrikt. Ah, nee, das ist ja eine alte aus dem 17., 18. Jahrhundert. Keine Ahnung. Melodie. Das ist ja noch Symphonie, glaube ich, ne? Von irgendwo. Machen die es denn alle? Explodieren die alle an derselben Stelle? Wäre sinnlos. Oh, das ist nur so ein kleiner Kranz und nicht das ganze Feld. Weißt du, so ein paar Minen einfach nur. Jo. Guck mal, ob du durchkommst. Ganz ehrlich. Geh mal. Oder müssen wir noch mehr holen? Ich glaube nicht. Ja, geh mal durch. Ich hasse Überraschungen. Nein. Ich hasse Überraschungen. Hä? Müssen wir jetzt noch mehr holen? Automatisch? Verdammt, schon wieder ein. Was ist da los? Der füllt das doch jetzt garantiert doch wieder nach. Der, einmal er hier rechts und die Vultures füllen auch wieder ihr Minenfeld nach. Denke ich mal, wenn wir da einmal weg sind.
gab's das Problem. Nee, stopp, 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 stopp. Nicht benutzen. Warte mal. Wie kann ich es wegpacken? Also, ich gehe mal zu der Stelle, wo wir schon waren. Ich will keine von diesen Dingern auslösen. Okay, nee. Ich will keine von... Nee. Dann machen wir das woanders. Dann würde ich sagen... Zurückfahren kann er auch nicht. Jetzt ist die große Frage, wenn wir die Kaninchen haben, ist dann der... wie ist der? Horace? Ja. Ist der dann immer noch am Suchen oder ist er dann mittlerweile wieder am Platz, sodass man mit dem reden könnte? Nicht mit meiner... Nicht mit... Ich schau mal einfach nach. Ansonsten kann man das noch vorne rein versuchen. Ja, was steuern wir denn jetzt? Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running, commit, liftoff. Apollo 12 lifted off in the driving rain. Nein. Warte. Nicht so viel Spaß ohne das Auto. Nehmen wir die Souvenirs. Keine Souvenirs. Ich habe genug Narben, die mich an diesen Trip erinnern. Puh. Nee, da ging's nicht rein, ne? Da gehe ich nicht rein. Die denkt. Okay. Ach, muss man das hier reinschütten? Das gibt's doch gar nicht. Das fliegt wie so ein halbfertiges Puzzle. Wahrscheinlich dürfen Kaninchen auch nicht rein. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Hey, aufmachen! Lassen Sie mich rein! Verschwinde, Arschloch. Ich fahr doch mal zu den Walchers. Ja, das ist doch die logische Konsequenz, dass man das jetzt auf dem Minenfeld versucht. Vielleicht. Können wir die Hasen auskippen und einzeln, also öffnen und einzeln nutzen? Das ist eine ganze Kiste voll mit diesen pelzigen Viechern. Nimm mal und geh wie eine... folgendes. Du lässt sie hier los. Ja. Also, dass er die auskippt und dann gucken wir, vielleicht können wir die, bevor die auf die Minen rennen, aufnehmen. Einsammeln. Das dann so schnell wie möglich. Nimm. Schnell. Okay, das geht. Jetzt können wir die wahrscheinlich einzeln loslassen. Es funktioniert. Da wird's nur noch eins da. Wie soll man denn darauf bitteschön kommen? Ja, wir haben sie schon mal. Ja, gut, wir sind jetzt drauf gekommen. So, jetzt. Was? Stopp, du gehst jetzt erst. Ich gehe jetzt erst ein Stück weiter. Oh, immer eine andere Musik. Ja, ich glaube, du musst immer den Spuren folgen, die die machen. Ich glaube nicht. Dieses... Okay, jetzt geht's bis dahin vor. Du standst doch gerade da. So, jetzt benutzt das mal irgendwie mit da. Aber hier habe ich es doch vorhin auch abgelegt. Ja, vielleicht rennt es jetzt aber weiter.
Es geht komplett anderen Weg. Was, wenn ich es hier ablege? Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon wieder was falsch gemacht. Ja, ich glaube, wir müssen uns wieder eine neue Kiste holen. Ah, das ist genau. Das ist der Weg. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich zwei zu wenig. Das ist möglich. Aber wir gucken erstmal, wie weit wir kommen und dann holen wir uns vielleicht noch mal eine Kiste. Ich will keine von. Nein. Achso, bist du schon hochgegangen? Ja. Okay. Habe ich jetzt gerade gar nicht. Einen Wimpernschlag gesehen. Oh, okay. War nicht hoch genug. Ist auch die Frage, wie weit müssen wir gehen, ne? Vielleicht haben die ja mit Absicht ein paar mehr Hasen eingebaut. Ja, es war höchstwahrscheinlich zu wenig. Geh schon mal zurück. Ich hasse Überraschungen. Geh trotzdem mal hoch, vielleicht. Ich will keine von diesen Dingern auslösen. Ja, was ich so ein bisschen schade finde bei Full Throttle ist, du hast eigentlich immer nur ein Rätsel zur gleichen Zeit. Das und wenn du Pech hast, hat man den Beigeschmack, dass das Rätsel irgendwie nicht vollständig durchdacht oder so einfach so hingerotzt. Jetzt auch jetzt hiermit, dass da auf einmal eine volle Kiste Hasen genau. Da steht, ohne jeglichen Grund. Das wirkt so unfertig alles. Was würdest du denn sagen? Ja, erst einsammeln. Genau. Was würdest du denn sagen, ist bekannter? Full Throttle? Oder das, was auch optisch sehr ähnlich ist, The Dick? Ich glaube nicht. Bekannter ist auf jeden Fall Full Throttle. Allein schon, weil jetzt mittlerweile remastered worden ist. Ja, The Dick kam glaube ich, dann. Nee, davor, ne? Das ist die große Sache, weil. Bei The Dick, ich habe davon vor Jahren mal ein Video gesehen und das wirkt von den Rätseln her durchdachter, es ist aber stellenweise ziemlich langatmig und die haben viel zu viele Hintergründe, wo nichts passiert. Ja, wirkt so, als hätten die Arbeit, die bei Full Throttle fehlt, bei The Dick reingepackt. Und hat auch nicht viel gebracht. Da dann aber dann, genauso, ich weiß halt nicht. Geh mal bitte so weit wie möglich nach links und hoch, wie du vorhin da bei dem Start warst. Das wirkt halt ein bisschen kürzer, wenn du von da aus quasi bist. So, starte hier mal deinen Querulanten. Hä, das heißt, es gibt mehrere Startpunkte hier? Ja, das ist ja fast nix, ey. Ich fand den Weg besser. Ja, dann haben wir aber jetzt schon wieder zu wenig wahrscheinlich. Es darf kein Schritt schief gehen. Woran das? Ich will kein. Hier oben. War schon wieder gleich. Okay, also hier, wo diese mehr oder weniger waagerechte. Zu der angewinkelten Straße. Warte, geh erst hoch. Ich will. Das ist irgendwie so kurz. Die sind doch vorher viel länger gerannt. Wie soll man das denn jetzt rausfinden, wo die richtige Stelle ist, um. Komm, ich hol mir nochmal Kaninchen. Die werden wahrscheinlich jetzt gerade nicht da sein, sondern erstmal einfach. Geh erst hoch! Vergesse ich. Ja, ich weiß. Die werden wahrscheinlich erst da liegen, wenn man wirklich alle verplempert hat. Oder ist das vielleicht der Trick? Dass man. Ich will keine von diesen Dingern auslösen. Dass man erst mehrere Kaninchen auf einmal braucht, um dann. Warte mal. Wenn du jetzt rausgehst, ist alles weg. Ja. Nein, stopp! Ich würde es probieren. Nachher reicht es. Ich meine, wir brauchen so oder so dann, wenn wir jetzt mehr brauchen. Weil das wird ja definitiv resettet. Ich
glaube, wir müssen bis zu dieser Kante kommen, dann ist es in Ordnung. Ich will keine von diesen Dingern. Zwei haben wir, glaube ich, noch. Also mal eine super gerade Linie mittlerweile. Ah, okay. Zum Glück. Oh nein. Das ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe, Susi. Bist du sicher? Ja, das ist der Kerl, der meinen Vater umgebracht hat. Okay, Walchers, spannt ihn auf! Los, erledigt ihn. Natürlich hat sie das falsch verstanden. Du machst einen großen Fehler. Oh, Ben, du hast recht. Wir sollten das nicht schnell erledigen. Die Sache sollte sich noch ein bisschen ziehen. Was denkst du, Susi? Hey, ich habe heute noch nichts vor. Ihr habt sie gehört, Kinder. Lasst uns das hier durchziehen. Musik zu laut, Sprüche zu leise. Vater wurde von Rip Burger umgebracht. Coley und ich waren Freunde. Malcolm will, dass du die Firma übernimmst. Lass mich gehen, oder? Ja, komm, mach mal das obere Mal. Dein Vater. Wag es ja nicht, von meinem Vater zu reden, du Bastard. Achso, es kann übrigens sein, dass wir sterben, ne? Also, ich würde das nehmen. Warte, wir speichern erstmal einfach mal zwischendrin, so ganz spontan. So, alles klar. Ich würde das nehmen. Okay. So langsam verliere ich die Geduld, Maureen. Du bist dabei, viel mehr zu verlieren. Wir waren Freunde. Corley und ich. Ich sagte halt die Klappe über meinen Vater. Ja, lass uns gehen. Lass uns gehen, Bitch. Lass mich gehen, oder? Oder was? Ich werde dir die Polecats auf den Hals schicken. Ich werde den Laden hier auseinanderreißen. Ich werde dich beschimpfen. Ich werde euch mit Blut in die Einfahrt versauen. Ich werde dich beschimpfen. Oh, wie denn zum Beispiel? Wirbelwind. Malcolm hat sie Wirbelwind genannt. Stimmt. Wirbelwind. Woher? Wo hast du das gehört? Dein Vater, er hat es mir kurz vor seinem Tod erzählt. Du hast meinen Vater niedergeprügelt und dann mit ihm über alte Zeiten geplaudert? Ich hab ihn nicht umgebracht, sondern Rip Burger. Jemand hat es fotografiert, aber die Kamera ist gestohlen worden von demselben Kerl, der hinter dir her war. Ich habe den Film noch. Gut, dann entwickle ihn. Ja, echt. Okay, ja, sie muss ihn entwickeln. Ja. Okay. Das war damals so. Tut mir leid. Ja, ist schon in Ordnung. Ich werde diesen Rip Burger erwischen, selbst wenn ich dabei draufgehen sollte. Nein. Wir müssen Rip Burger auf der Aktionärsversammlung bloßstellen. Auf diese Weise können wir ihn absägen, meine Gang aus dem Gefängnis holen und deinem Vater seinen letzten Wunsch erfüllen. Du übernimmst Corley Motors. Rip Burger hat die Aktionärsversammlung abgesagt. Er hat vor der Presse erklärt, es würde keine Versammlung geben, solange die Mörder nicht vor Gericht stehen. Also keine Aktionärsversammlung, bis wir beide tot sind? Das ließe sich einrichten. Okay, dann mal los. Boah. Inszenierung von Vance und Maureens Tod. Akt 1, Szene 1. Adrian Ripburger, in einem verzweifelten Versuch, Maureen aus ihrem Versteck zu locken, hat sich folgenden Versagerplan ausgedacht. Der erste Preis des heutigen Demolition Derbys ist eine uralte Hardtail, die Mo mit ihrem Vater wieder in Schuss gebracht hat. Rip hofft, dass sich Mo in einem Anfall sentimentaler Anhänglichkeit besagtes Bike unter den Nagel reißen will. Also spielen Ben und Mo einfach mit, verkleiden sich und nehmen an dem Demolition Derby teil. Dies endet allerdings tragisch, indem ihre Autos explodieren und beide für tot erklärt werden. Frage. Bitte hebt euch Fragen bis zum Schluss auf. Die Explosion in Mo's Auto wird nur durch eine direkte Frontalkollision mit Bens Auto ausgelöst. Dieser Schleudersitz bringt Mo rechtzeitig raus und sie landet mit ihrem Fallschirm in Sicherheit. Glaubst du nicht, dass irgendjemand sieht, wie sie aus dem Wagen fliegt? Nein, alle werden nur auf dich gucken, wie du in Flammen stehst. Ja, das ist eine weitere Frage, die ich habe. Wenn dein Wagen explodiert, wirst du brennend herausklettern?
und im Stadion rumrennen und so das Publikum ablenken. In deinem süßen kleinen Asbestanzug. Doch nie. Toller Plan. In Ordnung, dann wollen wir euch Schätzchen mal in die Luft jagen. Weil Asbest ist gesund. In Ordnung, Leute. Schmeißt eure Hotdogs weg. Denn jetzt hier kommt dieses Corley Motor Smashatorium. Wird es langsam Zeit für den ultimativ blutrünstigen und gewalttätigen Demolition Derby Amateurmarathon. Und jetzt stelle ich euch unsere Gladiatoren vor. Diese geheimnisvoll aussehende Figur mit der Kapuze wollte uns ihren wahren Namen nicht verraten. Er zieht es vor, der unbekannte Rächer genannt zu werden. Und für uns geht das völlig in Ordnung, nicht wahr, Leute? Marine mit der Peppika. Oh, ich schäme mich wirklich für die beiden. Wen wollen die mit diesen erbärmlichen Verkleidungen denn täuschen? Und direkt neben ihm ist ja, okay, noch ein gecheckt, Newcomer. Aber das ist ja gewollt. Das ist der Plan. Geben wir einen riesigen Smashatorium-Applaus für die Prinzessin der Zerstörung, Doreen Schmolle! Total offensichtlich. Also los, Jungs. Doreen Schmolle. Macht sie fertig. Wahrscheinlich sind doch auch alle anderen Fahrer... Muss ich hier irgendwas machen? Ja, du steuern gleich. Wahrscheinlich sind alle anderen Fahrer auf sie angesetzt. Auch. Ich speichere gleich erstmal. Das ist nicht die Ansicht, die ist gleich richtig. Sieht von oben gesteuert. Seid ihr bereit für unendlich nicht dran erinnern. Es ist auch ein scheiß Kapitel hier. Ich glaube, das kann man auch abbrechen, aber... Welches Auto sind wir? Ich glaube, die blauen. Warte, ist noch nicht. Wo steckst du, Ben? Warte, Mo. Ich komme schon.